Hallo, liebe Filmfreunde, hier ist euer 4Hees82 mit einem neuen Filmkonfekt-Unboxing-Video für euch. Und ich bekam ein Mediabook gesponsert von Filmkonfekt, nämlich Butch Cassidy und Sundance Kid. Ja, ist eine Western-Komödie aus dem Jahre 1969. In Hauptrollen haben wir hier den Robert Redford und den Paul Newman. Und hab von dem Film noch nicht wirklich was gehört, aber jetzt werde ich mir den Film auf jeden Fall mal angucken. Bin total gespannt. Der Film geht 110 Minuten und ist ab 16 Jahren freigegeben. Ja, würde mal sagen, wir machen mal das Mediabook mal auf und dann gucken wir uns mal das genau an. Wir haben natürlich hier wieder wie immer ein 20-seitiges Book mit dabei, inklusive Soundtrack-CD, was hier mal richtig cool ist, und auch noch natürlich auch ein Kinoplakat. Aber der Soundtrack ist immer wieder was ganz Besonderes von dieser Filmkonfekt-Reihe, denn das ist schon mal wieder was ganz Cooles. Das ist natürlich jetzt hier bei allen dieser ganzen Editionen, wo wir rausgekommen sind, zu machen, wäre natürlich richtig klasse, denn wie gesagt, Soundtrack finde ich immer ganz klasse. Ich liebe auch Soundtrack anzuhören. Und das natürlich ist hier schon mal richtig cool. Wir haben noch einen weiteren Punkt noch, und zwar hier gibt es auch keine Klebestellen mehr, sondern nämlich die Klebepunkte wieder. Und ihr wisst ja, was ich zu den Klebepunkten halte. Nämlich nicht viel. Und auch hier ist es wirklich der letzte Rotz mal wieder. Ich weiß nicht, was das soll. Denn man bekommt sie mich gar nicht ab. Ja, zum Kotzen. Also, liebes Filmkonfekt-Team, macht bitte keine Klebepunkte mehr. Also, ich werde jetzt mal kurz einen Föhn holen und versuche mal, diese Klebepunkte etwas zu erleichtern. Und hoffen wir, dass es dann besser abgeht. Bis gleich nach dem Föhnen. So. Ich habe jetzt mit Klebepunkt abgekriegt. Ich könnte kotzen ohne Witz. Also, Filmkonfekt nochmal für euch eine kleine Information. Macht keine Klebepunkte mehr, denn sonst schaut es nämlich so aus, ja, dass es nämlich alles hochgewellt hat. Und es sind immer Klebereste übrig, obwohl wir jetzt mit Föhnen weggemacht haben. Man sieht einfach durch die Klebepunkte-Reste immer noch. Und es ist einfach echt ätzend, ohne Scheiß. Na ja, gut, okay. Sorry für das Aufregen, aber ich muss es erstmal losbringen. Mit dem Föhn ging es einigermaßen weg, aber zu alledem, es ist trotzdem einfach nur Kacke. Ja, hier auf jeden Fall nochmal das schöne Covermotiv hier. Butch Cassidy und Sundance Kid. Und natürlich noch die beiden Schauspieler dazu noch. Und hier natürlich eins von den älteren Filmkonfekt-Titeln. Filmkonfekt Essentials mit den blauen Balken. Hier dann das Bein. Schaut hier so aus. Und das Filmkonfekt-Logo und oben das Blu-ray-Disc-Logo und hinten drauf auch nochmal ein schönes Back-Artwork mit den beiden Haudegen und hier dann die Credits. Und würde mal sagen, wir gehen einfach mal direkt in die Ego-Perspektive über und gucken uns mal dann das Mediabook mal von innen an. Bis gleich. Ja, kommen wir zu Eingemachten und jetzt hier sehen wir nochmal eben diese Klebepunkte-Reste hier. Wo ist jetzt hier drüben? Seht ihr das hier? Ja, ist rausgewählt. Und auch hier haben wir noch Klebereste noch auf jeden Fall. Auch hier spüren wir es mal drüber lang. Und jetzt hier nochmal das Motiv. Finde ich ganz cool. Gefällt mir sehr gut. Hier haben wir dann das Bein. Und nochmal die Rückseite. Hinten aber keine Klebepunkte drauf. Gott sei Dank. Und dann schlagen wir mal auf. Und wir haben hier dann schon mal dann die Blu-ray-Disc. Die ganze schaut hier so aus. Filmkonfekt Essentials, Butch Cassidy und Sundance Kid. Und dann haben wir ein bisschen Werbung noch wieder von Filmkonfekt. Hier ist dann das Kinoplakat, dazu gleich später mehr. Und jetzt haben wir hier mal kein zusammenhängendes Foto wie jetzt bei den anderen, aber dafür ein cooles Bild mit den Pferden. Und wir blenden einfach hier mal durch. Explosionen gibt es ja auch noch. Und schaut auf jeden Fall schon mal sehr cool aus. Und auf den Film bin ich auch schon sehr gespannt, wie der ist. Wie gesagt, ich habe den Film auch noch nicht gesehen. Und dann ein paar Bilder noch. Und die letzte Seite noch George Roy Hill, der Regisseur. Und hier ist dann wirklich noch der Soundtrack mit dabei, was ich sehr cool finde. Denn ich liebe wirklich gern Soundtracks anzuhören. Coole Sache auf jeden Fall, cooles Gimmick. Und hier eben dann ein zusammenhängendes Foto mit den beiden. Auch das ist wirklich sehr cool gelungen. Ja, das war's auch schon von dem Mediabook. Und jetzt geht's nochmal ganz kurz zurück zum Hauptschirm.
Ja, das war das Mediabook zu Butch Cassidy und Sundance Kid. Hier gibt es noch dann das Kinoplakat zu sehen. Auch das zeige ich natürlich auch noch, ist doch völlig klar. Und das Ganze schaut hier so aus. Auch das wirklich sehr cool mit dem Fahrrad und ja, schön gezeichnetes Motiv auf jeden Fall. Gefällt mir sehr gut. Und ja, natürlich auch für euch hat mir auch Filmkonfekt 1 mitgegeben zum Verlosen. Und hier ist auch schon das Mediabook für euch. Was müsst ihr dafür tun? Einfach in den Kommentar reinschreiben. Butch Cassidy and Sundance Kid Gewinnspiel. Ja, alles muss da drin stehen. Und ja, wie gesagt, wenn ihr es auspacken möchtet, einfach hier wirklich mit Föhn drüber gehen. Und dann geht es einigermaßen besser ab. Aber wie gesagt, liebes Filmkonfekt-Team, macht bitte nie mehr Klebepunkte. Bitte. Bitte. Ja, das war's von mir und bis dann. Tschüss mit Ö und Peace. Thank you.